Zur Information, wir werden in circa einer Minute beginnen, wenn alle Teilnehmenden sozusagen den Online-Room betreten haben. Gut, alles klar. Es ist 2 nach 12. Guten Tag. Mein Name ist Adam Tracek. Ich bin Junior Fellow am Robert-Bosch-Zentrum der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich freue mich sehr, Sie im Namen unserer Direktorin Daniela Schwarz zum ersten digitalen Gesprächskreis Polen begrüßen zu dürfen. Ich werde gleich das Wort an Herrn Markus Meckel weitergeben, der ja Vorsitzender unseres Kreises ist. Doch zuerst einige technische Informationen über den Ablauf der Sitzung. Nach der kurzen Einführung durch Markus Meckel folgen dann die Inputs unserer zwei Panelisten. Danach werden wir zu Diskussion übergehen. Sie können jederzeit über die Q&A bzw. Fragen und Antworten Funktion unten am Bildschirm Ihre Fragen eintippen. Ich werde die Frage dann einsammeln. Und dann vortragen oder an die Panelisten weiterleiten. Und die Sitzung wird circa eine Stunde dauern und die Q&A-Runde beginnen wir dann wahrscheinlich nach einer halben Stunde ungefähr. Aber wie gesagt, Sie können die Fragen jederzeit schon eintippen, damit wir auch ein bisschen Überblick bekommen, welche Fragen gestellt werden, damit die vielleicht auch ein bisschen gruppieren können, zusammenfassen können. Und ich werde die, wie gesagt, an die Panelisten dann weiterleiten. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei unserem Partner, bei dieser Organisation bedanken. Das ist die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Hier vertreten durch, wenn ich das richtig sehe, Cornelius Ochmann und Carolina Fuhrmann und natürlich auch Markus Meckel. Und ich danke Ihnen für die stets sehr gute Zusammenarbeit bei der Organisation des GKs. Und noch eine Sache zum Schluss von mir. Wir wissen, dass der heutige Panel nicht ganz alle Kriterien der Diversität erfüllt. Wir werden in der Zukunft hart daran arbeiten, dass gerade in dieser schwierigen gesellschaftlichen Ausnahmesituation die Panels dann diverser besetzt werden. Und nun gebe ich das Wort weiter an Markus Meckel und wünsche Ihnen im Namen der DGAP eine gelungene Diskussion. Markus, bitteschön, Sie sind jetzt dran. Adam, herzlichen Dank für die Einführung. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser völlig neuen Situation, die wir im Gesprächskreis Polen, den ich nun, ich glaube, über 15 Jahre leite. Aber so etwas haben wir noch nicht erlebt. Das ist unsere erste digitale und Online-Variante und damit eine neue Erfahrung. Wir haben diesmal auch eine große Zahl von Anmeldungen und Teilnehmern, die wir in unseren Raum normalerweise gar nicht hineinbekommen könnten. Das heißt, auch hier eine neue Erfahrung. Wir werden sehen, wie unsere Kommunikation miteinander klappt. Ich freue mich jedenfalls, dass wir trotz dieser Sondersituation mit Corona doch eine Möglichkeit der Arbeit und Kommunikation gefunden haben. Nun haben wir Corona selber zum Thema gemacht und ich glaube, das ist auch ausgesprochen sinnvoll und angemessen, weil wir nicht nur im jeweils eigenen Land merken, wie stark dies das gesellschaftliche Leben beeinflusst, beziehungsweise das öffentliche Leben insgesamt auch lahmlegt, sondern wir eben auch parallele Entwicklungen sehen, aber eben dann auch Unterschiede. Beide Länder haben Rettungspakete verabschiedet,
wie die, für die Wirtschaft. Das politische Leben ist betroffen in Deutschland, muss man sagen. Aber gab es vorher große Diskussionen über die Große Koalition. Die gibt es jetzt so nicht mehr. Die Regierung erweist sich als handlungsfähig. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Die Diskussion war sofort dann eben auch zu sehen, dass jedes Land erst einmal für sich selbst gehandelt hat, ja, dass Grenzen geschlossen wurden. Und die Frage ist eben auch sowohl politisch wie wirtschaftlich, was wir national regeln müssen, was wir europäisch regeln können, sollten. Auch wirtschaftlich spielt dies eine Rolle, dass hier neue Maßnahmen in den Blick genommen sind. Das heißt, es ist ein weites Feld, das nicht nur jedes Land selbst, sondern Deutschland und Polen gemeinsam auch jeweils für sich betrachtet und dann unsere europäischen Erwartungen zum Thema macht. Ich freue mich, dass wir zwei Referenten gewonnen haben, die wir ausgesucht haben, speziell auf dem Hintergrund ihrer wirtschaftlichen Kompetenz. Das ist zum einen Professor Dr. Sebastian Pszczonik vom PISM, also von dem Polnischen Institut für internationale Zusammenarbeit. Wir kennen uns über die Zusammenarbeit im Rahmen der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, wo er über einige Jahre Vorsitzender des Vorstandes war. Und er ist ein ausgewiesener Jurist und Ökonom und im akademischen Leben lange beheimatet. Der zweite Referent ist Dr. Lars Guthall, der auch seit 15 Jahren mit dem AHK in verschiedenen Ländern Erfahrungen hat und seit 2019, Mitte des Jahres, zum Geschäftsführer der AHK Polen geworden ist. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie beide da sind und uns die Einführung geben. Und ich schlage vor, dass Professor Pszczonik den Anfang macht. Wir hatten verabredet, ungefähr 10 Minuten eine Einführung zu geben und dann Dr. Guthall. Und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Okay. Guten Tag aus Warschau. Vielen Dank, Markus, für Ihre freundliche Einführung. Und vielen Dank auch, dass es möglich war, das Treffen in dieser Form zu organisieren. Ich kann nur hoffen, es kann dazu beitragen, dass wir öfters so einen Austausch haben. Ja, also schön, vielen Dank. Und ja, also ich kann nicht anders meine Einführung zur polnischen Wirtschaft beginnen als mit der Frage, wie hart wird diese Krise für uns, für die polnische Wirtschaft? Also auf jeden Fall ist das Ende der langen Periode von Wachstum, das eigentlich 1992 begann und mit einer kurzen Pause 2011 bis heute andauerte. Und die Krönung des Prozesses waren die Angaben aus den letzten Jahren mit 5% Wirtschaftswachstum und sehr niedrigen Arbeitslosigkeit. Also ich würde sagen, jetzt ist wirklich Schluss damit mit dem guten Zustand der Wirtschaft. Nach den letzten Prognosen von Wirtschaftsinstituten, zum Beispiel Forscher aus der PKO Bank, im zweiten Quartal sinkt das Bruttoinlandsprodukt um 17,5% und im ganzen Jahr 2020 um 4,4%, also eine tiefe Rezession. Dazu wächst auch wohl die Arbeitslosigkeit heute 4-5% auf vielleicht über 10%. Man fragt sich natürlich, was ist Mechanismus von der Krise? Also man könnte sagen, es gibt zwei Angebotsschocks. Ein ist Zerfall oder Störungen in diesen globalen Lieferungsketten. Also Polen ist in diese Ketten, polnische Firmen sind in diese Ketten sehr stark integriert, auch durch deutsche Unternehmen. Und Verspätungen von Lieferungen aus der ganzen Welt haben dazu beigetragen, dass auch die Produktion in Polen sich langsamer entwickelte. Und der zweite Schock war, dass die polnische Regierung relativ schnell sehr strenge Maßnahmen eingeführt hat, zum Beispiel Verbot von Treffen, Schluss von Schulen und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch
die Arbeit von Unternehmen sehr, sehr kompliziert und negativ beeinflusst. Und wir erwarten auch einen Nachfrageschock, nämlich Leute jetzt, also angesichts von diesen Erwartungen auf dem Arbeitsmarkt, werden viel weniger Geld ausgeben. Viele werden ihren Job verlieren. Und sowieso jetzt unter diesen Einschränkungen sind sie nicht in der Lage, ihr Geld auszugeben. Die dritte Frage zur Reaktion der Regierung. Ich habe schon erwähnt, die Reaktion war relativ schnell in Polen und sehr restriktiv. Ich habe mehrmals von zum Beispiel auch deutschen Kollegen die Frage gehört, warum war die Reaktion so in Anführungszeichen brutal? Also eine mögliche Erklärung ist, dass die polnische Regierung versucht auch das Gesundheitssystem zu schützen. Auch weil dieses Gesundheitssystem ist unterfinanziert seit vielen Jahren und hat weniger Kapazitäten als zum Beispiel das deutsche System. Also wir geben für Gesundheitssystem kaum 6% von Bruttoinlandsprodukt, Deutschland 11%. Ich würde sagen, das ist ein Problem von vielen Transformationsländern oder Posttransformationsländern, dass eigentlich Wachstumsfrüchte werden vor allem in weiteres Wachstum investiert, aber weniger in Schutz vor Risiken, Schutz vor Bedrohungen. Und vielleicht jetzt zahlen wir auch Preis dafür. Die Regierung hat auch einen Plan für die Firmen und für die Beschäftigten vorbereitet, und das Programm wurde funktioniert schon seit 1. April. Und ohne in zu viele Details einzugehen, es gibt ähnliche Maßnahmen wie im deutschen Programm, also zum Beispiel Kurzarbeit, Zuschüsse für Unternehmen, Zuschüsse für Löhne. Aber das Ausmaß von dem Programm ist viel kleiner als in Deutschland, auch im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Also in Deutschland ist das so zumindest 30% von Bruttoinlandsprodukt. In Polen ist das so ungefähr 10% von Bruttoinlandsprodukt. Insgesamt 212 Milliarden Zloty. Und was ist eigentlich charakteristisch für das Programm, ist die Unterstützung für kleinere Firmen. Also nicht so für große Firmen, sondern vor allem für kleine. Man kann das dadurch erklären, dass diese kleinen Firmen eigentlich keine Ersparnisse, keine Reserve haben. Und deswegen in dieser ersten Welle von Reaktion geht es darum, diesen Firmen zu helfen. Es wird natürlich jetzt viel gefragt, ob die polnische Administration sich effektiv mit der Verteilung von Mitteln beschäftigen kann. Also zur Beurteilung brauchen wir noch ungefähr eine Woche, finde ich. Nächste Frage. Ist das der letzte Punkt sozusagen dieses Programm auf der Liste von der Regierung? Nein. Es gibt immerhin ziemlich viel Luft nach oben, wenn es um die Staatsfinanzen geht. Also Polen hat die öffentliche Verschuldung auf dem Niveau von 46%, also könnte noch relativ unproblematisch noch 14% von Bruttoinlandsprodukt auszugeben. Aber es muss natürlich über Schulden finanziert werden. Bedingungen sind dazu nicht schlecht, weil Zinsen auf dem internationalen Markt niedrig sind. Aber es gibt natürlich Fragen und Zweifel, wie das funktionieren wird, weil der polnische Zloty könnte dadurch leiden und an Wert verlieren. Und eine Abwertung könnte auch schwerwiegende Folgen haben, zum Beispiel für Leute, die immer noch in ausländischen Währungen Schulden haben.
Es gibt auch noch Frage, ob, wenn die Krise vertieft, sich vertieft, ob genügend Käufer für solche Anleihen werden. Natürlich gibt es jetzt Ideen, dass das ähnlich wie in der Eurozone die polnische Nationalbank über eine staatliche Bank praktisch diese Anleihen kauft. Es gibt auch viele Fragen von Wirtschaftswissenschaftlern, viele Ideen jetzt in den Medien präsentiert, dass man zum Beispiel jetzt die Frage von Sozialleistungen überdenken muss. Zum Beispiel dieses Programm 500 Plus könnte angepasst werden und zum Beispiel Leute mit höheren Einkommen Zugang zu diesem Programm verlieren. Weitere Postulate, zum Beispiel die sogenannte 13. Rente, sollte jetzt irgendwie gestoppt werden oder auch Militärausgaben gekürzt werden, weil Polen plant zumindest 2%. Und einige Ökonomen glauben, man sollte jetzt das auch zumindest für ein Jahr, wenn nicht stoppen, dann ein bisschen niedriger ausgestattet. Und die letzte Frage in meiner Einführung betrifft die europäische Integration. Und naja, das ist eine relativ kontroverse Frage, weil wir beobachten jetzt sehr viel Bewegung, zum Beispiel in der Eurozone, wenn es um die Hilfe für Mitglieder aus dem Süden geht. Und Polen, die polnische Regierung hat sich entschieden, für, naja, nicht sehr präzise, also für länger außer der Eurozone zu bleiben. Also es gab eine Überzeugung, diese Politik ist relativ kostenlos. Es gibt keine Bedrohungen, aber es gibt sehr viele Vorteile. Man hat Flexibilität in der Wirtschaftspolitik. Gerade jetzt zu dieser Zeit sieht man, dass es gibt doch Kosten von dieser Politik. Weil wenn zum Beispiel durch diese zweite Welle von Ausgaben der polnische Zloty abgewertet wird, das könnte meiner Meinung nach zu Konflikten führen, zum Beispiel mit Frankreich. Ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass Gewerkschaften in Frankreich sagen, ja, polnische Firmen genießen den Vorteil, den wir nicht haben. Sie könnten abwerten und ihre Waren billiger verkaufen an uns. Also das könnte auch ein weiterer Beitrag zu Spannungen auf dem europäischen Binnenmarkt sein. Es gab noch weitere Kosten, also zum Beispiel kein Zugang zu den Anleihekaufprogrammen von Europäischen Zentralbank und kein Zugang zu ESM, also Europäischen Stabilitätsmechanismus und zu, wenn sie dann mal doch auftauchen, Corona-Bonds oder andere Formen von Unterstützung für Eurozone-Länder. Und das letzte Punkt ist die neue Perspektive für die Finanzen der Europäischen Union. Also es dauern schon Verhandlungen seit gewisser Zeit und man hoffte in Polen auf Aufrechterhaltung der Strukturfonds und Unterstützung für die Agrarpolitik. Ich meine, diese neue Situation bringt völlig neue Argumente auf dem Verhandlungstisch. Und ich kann mir jetzt nicht sicher sein, ob zum Beispiel die Unterstützung für die Landwirtschaft und die alte Form von der Strukturpolitik weiter existieren wird. Also Fazit, ich erwarte in Polen vielleicht auch eine Diskussion nach der Krise über das Engagement in der Europäischen Union. Also vor allem Belebung der Diskussion, zumindest Erwägungen, ob die Eurozone weiterhin so eine schlechte Idee ist. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Herr Gutteil, wenn Sie einfach fortsetzen. Ja, vielen Dank. Ich kann mich in vielen Punkten natürlich voll und ganz an das anschließen, was Professor Puczynek gesagt hat. Ich werde versuchen, das so ein bisschen zu ergänzen und vielleicht an einzelnen Stellen nochmal
etwas zu vertiefen. Wir sind als AHK ja, sagen wir mal, relativ tief drin an dem direkten Kontakt mit den Unternehmen jetzt und mit dem deutsch-polnischen Geschäftsleben. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, haben in den letzten Tagen über unsere Hotline über 400 Anfragen individuell auch beantwortet. Und es ist sehr, sehr vielfältig, was jetzt geschieht und welche Schwierigkeiten Unternehmen haben. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörer die Zahlen so vor Augen haben, ganz kurz noch mal Deutschland und Polen etwas gegenüberstellen wollen. Also in Deutschland, aktueller Stand, sprechen wir von ungefähr 80.000 bestätigten Infektionen und über 1.000 Toten durch Corona. In Polen lesen sich die Zahlen viel kleiner. Da ist nämlich offiziell liegen wir bei knapp 3.000 Infektionen und 60 Toten. Allerdings muss man dazu sagen, und das wird ja auch in der Presse, auch in der deutschen Presse, auch heute in der Tagesschau zum Beispiel intensiv diskutiert, wird in Polen sehr viel weniger getestet. Es gab insgesamt 50.000 Tests, was für ein Land mit 38 Millionen Einwohnern wenig ist. Das ist weniger als in Deutschland in einer Woche getestet wird. Und es scheint Probleme zu geben, wenn sich einzelne Personen, die die Sorge haben, Corona infiziert zu sein, an die entsprechenden Stellen wenden, dass sie dann auch die Tests machen können. Also es gibt ganz klare Vorgaben, welche Personen getestet werden. Und eigentlich geht es nur, wenn man nachgewiesenermaßen eine infizierte Person getroffen hat. Das heißt, es besteht das Risiko, dass wir hier eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer in Polen haben. Und dass auch viele Todesfälle nicht nachvollzogen werden, selbst wenn sie auf Corona zurückgeführt werden. Das führt zu einer großen Verunsicherung, die wir auch spüren, auch bei vielen Unternehmen und Mitarbeitern in Unternehmen. Die Sorge ist hier relativ groß. Was aber vor allem die Unternehmen bewegt, ist die Frage der Exit-Strategie. In Deutschland wird ja schon sehr intensiv, vielleicht auch etwas zu früh, darüber gesprochen, wie man die Maßnahmen alle wieder rückgängig machen kann, was wirtschaftlich absolut nachvollziehbar ist. Aber Exit-Strategien funktionieren in einer solchen Zeit vor allem dann, wenn man die Daten hat und wenn man nachvollziehen kann, wie Infektionswege verlaufen. Und wenn in Polen tatsächlich die Dunkelziffer sehr groß sein sollte, dann besteht zumindest bei uns und unseren Mitgliedsunternehmen eine große Sorge, wie schnell denn ein Exit möglich ist und wie lange sich diese Phase am Ende in Polen hinziehen könnte. Die Maßnahmen sind ja jetzt nochmal verschärft worden. Inzwischen dürfen sogar Familien nicht mehr gemeinsam auf die Straße, sondern müssen sich da aufteilen. Es sind sehr, sehr strenge Regeln. Wir können momentan hier noch arbeiten, aber natürlich unterliegen auch die Unternehmen sehr, sehr engen Beschränkungen. So, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn wir hören sehr viel Kriegsrhetorik. Auch in Frankreich haben wir das gehört. Herr Macron sagte auch, wir sind im Krieg. Das führt in eine falsche Richtung. Wir sind, was die Strategie angeht, gerade nicht in einem Krieg. In einem Krieg würde die Regierung alles tun, um die Leistungsfähigkeit der Industrie und der Unternehmen zu erhöhen, um möglichst leistungsfähig zu sein. Was wir hier erleben, ist das komplette Gegenteil. Politisch wird eigentlich bewusst die Wirtschaft runtergefahren. Und dadurch haben wir ein Szenario, das durch zwei Phasen gekennzeichnet ist und das komplett sich abhebt von dem, was wir teilweise in den Diskussionen, in den politischen Diskussionen erleben. Es gibt die Phase, in der es jetzt überhaupt keinen Sinn machen würde, das BIP zu pushen, sondern wir sind jetzt dabei, alles künstlich am Boden zu halten. Und das Ziel der Politik muss sein, diese Phase so kurz wie nur irgend möglich zu halten, um bleibenden Schaden abzuwenden. In dieser Phase kann man eigentlich nur zwei Dinge tun. Das eine ist, die Unternehmen lebendig halten, also vermeiden, dass Unternehmen zugrunde gehen, und Arbeitskräfte behalten, also zu versuchen, die Arbeitslosigkeit einzudämmen. Das sind die einzigen Maßnahmen, die jetzt wirklich relevant sind. Und wenn die Phase kurz genug ist, dann kommt Phase 2 und dann kann es eben sein, dass wir eine eher V-förmige Rezession erleben, also einen starken Abfall, aber dann auch wieder ein relativ schnelles Wachstum. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir eine L-förmige Rezession, sprich Absturz, und dann eine relativ lange, stabile Phase, in der es schlecht läuft. Und da spielt eben zum Beispiel auch die Frage der Erfassung von Krankheiten mit hinein, die dann befürchten lässt, dass wir eher die L-förmige Variante vor uns haben, dass wir also uns auf eine lange Rezession einstellen können. Das zweite Thema ist der Schutzschild. Herr Professor Boczenik hat es ja schon angesprochen.
Es gibt seit Anfang der Woche jetzt einen ersten polnischen Schutzschild. Und auch da, um nur kurz zu vergleichen, wir wollen jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Deutschland ist natürlich finanziell durch die vergangenen Jahre mit unfassbaren Vorräten gesegnet und kann jetzt auch Geld ausschütten. Aber 750 Milliarden gegenüber 50 Milliarden, das zeigt schon, von welchen Dimensionen wir hier sprechen, in den Unterschieden. Im Wesentlichen sind es ja zwei Grundmaßnahmen, die zurückgehend auf das, was ich gerade gesagt habe, hier eine wesentliche Rolle spielen. Es gibt diese Art Soforthilfe. In Deutschland sprechen wir da von 9.000 bzw. 15.000 Euro, die an Kleinstunternehmen, Mikrounternehmen gegeben werden, um zu helfen. Das ist eine Hilfe, die nicht zurückgezahlt werden muss. In Polen sprechen wir von Darlehen. Es gab eine Debatte am vergangenen Wochenende. Der Senat, also die zweite Kammer, hatte gefordert, die Summe auf 40.000 Zloty zu erhöhen. Das ist im Sejm abgeschmettert worden. Es sind jetzt 5.000 Zloty, also 1.250 Euro, die Unternehmen bekommen können. Und jeder kann sich vorstellen, dass man damit nicht besonders weit kommt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wir in den nächsten Monaten, wenn das Ganze jetzt länger läuft, eine Welle von Insolvenzen erleben werden, gerade bei den kleinen Unternehmen. Das zweite Thema ist, was wir in Deutschland als Kurzarbeitergeld kennen, also die Möglichkeit, Arbeitszeiten zu reduzieren und dann staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen, damit die Arbeitskräfte nicht in die endgültige Arbeitslosigkeit absinken. Da ist jetzt in Polen ein neues System eingeführt worden. Allerdings ist das erheblich beschränkter als in Deutschland. In Deutschland kann man ja bis zu 100% herunterfahren. In Polen sind es 20%. Und dann wird auch nur ein vergleichsweise geringer Betrag, der an den Durchschnittslohn gekoppelt ist, als staatliche Hilfe gewährt. Wir haben als AHK jetzt eine Umfrage dazu gestartet. Die ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt aber einen Zwischenstand und laut diesem Zwischenstand sind eben die Punkte, die die Unternehmen am meisten befürchten, die Erhaltung der eigenen Liquidität, auch Lieferkettenfragen und eben die Frage, wie kann ich mit meinen Arbeitskräften umgehen? Und es gibt ja auch schon erste Umfragen, die sagen, dass bis zu 80% der Unternehmen in Polen konkret über Arbeitsplatzabbau nachdenken. Interessanterweise im Mittelstand sogar stärker noch als bei den Mikrounternehmen. Und für den Mittelstand wird in dem aktuellen Schutzschild eben nur sehr wenig geboten. Der Schutzschild konzentriert sich sehr stark auf Unternehmen bis zu 9 Mitarbeitern. Alles über 10 Mitarbeiter hat eigentlich relativ wenige Vorteile durch die bisher geplanten Maßnahmen. Vielleicht noch ganz kurz, was sind die Anfragen, die bei uns aufschlagen als AHK? 95% der Fragen, die zu uns kommen, kommen von deutschen Unternehmen. Das ist ganz interessant. Also es ist sehr viel Fragebedarf auf deutscher Seite über die Regelungen in Polen. Das bezog sich lange Zeit auf der ersten Woche ganz intensiv auf die Staus an den Grenzen. Die haben sich inzwischen gelöst. Trotzdem gibt es Schwierigkeiten, was zum Beispiel die Zollspeditionen angeht. Deutsche Zollspediteure dürfen jetzt wegen der Quarantäneregelung nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen an der Grenze. Das kann dazu führen, dass die Abwicklung an den Grenzen sich doch wieder verkompliziert. Wir sind dabei, da eine Klärung herbeizuführen, hoffentlich. Aber diese sehr strengen und nochmal verschärften Quarantäneregelungen sind sehr, sehr problematisch. Wir sprechen ja jetzt seit dieser Woche von noch schärferen Regelungen. Also jede polnische Arbeitskraft, die in Deutschland tätig ist zum Beispiel, die nach Polen zurückkehrt, wird 14 Tage in Quarantäne genommen und seit dieser Woche gilt dann selbst eine behördlich angeordnete Quarantäne, also eine nicht durch Krankheit bedingte, sondern behördlich angeordnete Quarantäne dann auch für die gesamte Familie. Das heißt, die ganze Familie wird, auch wenn niemand krank ist, in Quarantäne genommen. Und das führt eben dazu, dass noch weniger Pendler bereit sind und auch zum Beispiel Erntehelfer bereit sind, in Deutschland zu arbeiten, weil die Auswirkungen bei der Rückkehr eben massiv sind. Es ist ja auch nicht richtig, was in den Medien auch in Deutschland geschrieben wurde, dass es ein Verbot der Erntehelfer insgesamt gegeben hätte. Die polnischen Erntehelfer dürften die ganze Zeit kommen. Sie dürfen auch jetzt kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Die Beschränkung galt nur für Länder,
die wie Frankreich oder Österreich stark betroffen waren und bei denen Deutschland die Grenzkontrollen wieder eingeführt hat. Aber für Polen ist das nicht der Fall. Es ist aber so, dass die Erntehelfer nicht mehr kommen wollen. Ja, es ist ganz klar, wir sprechen mit den Agenturen, die Erntehelfer vermitteln. Die haben niemanden, den sie vermitteln können, weil die Menschen Angst haben und weil es sich nicht mehr lohnt, aufgrund der starken Quarantänebestimmungen bei der Rückkehr. Anderer Punkt, der uns sehr stark beschäftigt, ist das Thema Kurzarbeitergeld für polnische Mitarbeiter in deutschen Unternehmen. Gleiches Problem, die Mitarbeiter kehren zurück nach Polen, werden in Quarantäne genommen. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt in der Zeit, in der sie nicht in deutschen Unternehmen eingesetzt werden können? Da gibt es eine Regelungslücke. Es gibt kein Kurzarbeitergeld und es gibt auch keinen Entschädigungsanspruch. Wir versuchen das momentan zu klären, also ganz problematisch. Und Lieferketten für systemrelevante Güter, zum Beispiel Medizinprodukte. Das sind für uns auch Themen, die momentan Relevanz haben. Also es ist eine ganz, ganz breite Palette. Ich kann gerne, wenn das nachher jemand interessiert, auch nochmal was zu einzelnen Branchen sagen, was wir da für Feedback bekommen in Polen. Aber ich würde es jetzt an der Stelle kurz dabei belassen, damit wir auch zum Frageteil kommen können. Danke. Na gut, Herr Jamsi, herzlichen Dank. Wir haben jetzt von Ihnen beiden einen ganz guten Überblick bekommen über das, was ökonomisch an Maßnahmen und an Folgen einerseits gemacht worden ist und an Folgen zu erwarten ist. Ich möchte, dass wir für unser Gespräch, es ist ja leider ja doch recht begrenzt, dass wir diese Fragen vielleicht am Anfang miteinander auf der ökonomischen Ebene diskutieren und die Frage hinzufügen, da das jeweilige Handeln doch immer sehr stark national ist. Gibt es hier Notwendigkeit oder auch Bestrebungen, gemeinsam zu agieren? Wenn ich etwa an Italien denke, wo es die starke Erwartung gibt, dass Deutschland, dass die Europäische Union hilft. Gibt es solche Erwartungen und Hoffnungen auch in Polen an ein gemeinsames bilaterales oder eben auch eine entsprechende europäische Hilfe? Das wäre meine erste Frage, dann möchte ich für vielleicht den letzten Teil unseres Gesprächs dann nachher auch bei den Fragen und Antworten auch auf die gesellschaftspolitischen und politischen Fragen hinweisen. Es ist ja gerade eine ganz aktuelle Debatte. Zurzeit findet eine Sejm-Sitzung statt, in der es um die Präsidentschaftswahlen geht und überhaupt um die Änderung des Wahlgesetzes. Hier soll plötzlich das Briefwahlrecht für die Älteren wieder eingeführt werden. Es ist die Frage, ob die Koalition hält und Herr Gowin mit seinen 18 Abgeordneten mitstimmt. Das heißt, hier gibt es Bezug auf die Präsidentschaftswahl ganz heftige politische Debatten, die in Deutschland noch wenig wirklich bewusst sind, obwohl es durchaus aktuell einige Artikel dazu gibt. Hier würde ich nachher in der letzten Phase Herrn Traschik bitten, noch einen kurzen Überblick zu geben und vielleicht auch die Möglichkeit von Teilnehmern, eigene Erfahrungen und Perspektiven dann auch mit einzubringen. Aber Herr Traschik, vielleicht beginnen wir mit dieser Rückfrage und dieser ökonomischen Frage- und Antwortrunde. Also wir haben die eine Frage, die im Chat gestellt worden sind, ich glaube, die wurde schon beantwortet. Es ging um die Situation der Pflegekräfte und der Situation in der Landwirtschaft. Eine zweite Frage von Christian Schmidt betrifft das Vertrauen der Unternehmen in die polnische Krisenbewältigungspolitik. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, ob die Maßnahmen, die jetzt schon ergriffen sind, wirklich genug Vertrauen schaffen, dass man als Unternehmer eben auch in die Zukunft mit ein bisschen Zuversicht schauen kann. Und es gibt auch eine Frage von Peter Oliver Löw vom Polen-Institut in Darmstadt, welche Auswirkungen die Situation auf die Migranten in Polen hat. Es geht beides um Polen in Deutschland, wie auch zum Beispiel Ukrainer in Polen. Es gab schon, wie er feststellt, erhebliche Vertragsauflösungen für polnische Arbeitnehmer in Deutschland. Also wie ist da die Lage? Ja, vielleicht Antworten, gibt es gleich erstmal kurze Antworten. Okay, ja. Also vielleicht, ich werde mich mit der Frage über Migranten, vor allem aus der Ukraine, beschäftigen.
weil das ist ohne Zweifel, dass Ihre Arbeit einen Beitrag für den polnischen ökonomischen Erfolg bedeutete. Also ohne diese Hunderte, Tausende oder sogar Millionen von Ukrainer konnte man zum Beispiel Dienstleistungssektor in Polen nicht kaum vorstellen. Also Polen hat gerade 2%, maximal 5% Arbeitslosigkeit. Also es gibt schon Mangel an Arbeitskräften sichtbar. Vielleicht könnte man dazu sagen, wir reden über eine Vergangenheit, über das Jahr 2019 und früher, als diese Migration für diese Entwicklung wichtig war. Also was passiert mit diesen Mitarbeitern in der Krise? Also leider werden ihre Verträge, so vermute ich, an erster Stelle aufgelöst. Also sie verlieren Arbeit als Erste, auch weil sie oft an sehr flexiblen Verträgen arbeiten. Die sind sehr oft selbstständige Mitarbeiter. Ich vermute, viele von denen werden zumindest mittelfristig in die Ukraine zurückkehren. Und das konnte man schon an der polnischen Grenze, polnisch-ukrainischen Grenze in der vorigen Woche beobachten. Man muss auch dazu sagen, durch diese flexible Arbeitsverträge werden auch für viele polnische Mitarbeiter einen schnellen Weg zur Arbeitslosigkeit bedeuten. Also Polen hat ein relativ flexibles Arbeitsmarkt und leider erwarte ich eine ähnlich dynamische Entwicklung wie in solch liberalen Wirtschaften wie zum Beispiel die USA, wo die Arbeitslosigkeit auch durch diese Flexibilisierung sehr, sehr schnell steigt. Die zweite Frage über die europäische Politik und Erwartungen von Polen zu Maßnahmen der Europäischen Union. Also aus der polnischen Perspektive finde ich, es ist ganz wichtig, dass all diese Hilfsprogramme, die vorbereitet werden, nicht ausschließlich für die Eurozone gelten, sondern für alle EU-Mitglieder. Und in dem Sinne ist zum Beispiel diese Initiative der Europäischen Union, Arbeitslosensysteme, Versicherungssysteme mit Unterstützung zu helfen, kann sehr wichtig sein. Auch weil, wie ich schon früher gesagt habe, die Arbeitslosigkeit in Polen wird wohl schnell wachsen. Andere Initiativen werden natürlich sehr gut gesehen, willkommen, aber unter der Annahme, dass sie nicht eingeschränkt zu Eurozone-Länder werden. Danke. Ja, im Prinzip ist damit gesagt. Also ich habe leider keine Zahlen, wie die Situation der ukrainischen Arbeitskräfte aktuell aussieht, aber wir haben alle die Bilder gesehen von riesigen Schlangen an den Grenzen. Massenweise sind die ukrainischen Arbeitskräfte zurückgekehrt, solange das noch ging. Und gut, ich habe das Gefühl, es gibt schon noch einige ukrainische Arbeitskräfte, die hier tätig sind. Insgesamt ist es eine schwierige Situation für sämtliche Arbeiter mit einem Migrationshintergrund, weil eben nicht klar ist, ob man seine Familien noch erreichen kann. Und weil nicht klar ist, wie sich die Situation in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird. Also das ist eine große Unsicherheit und das betrifft auch die Unternehmen, die entsprechende Mitarbeiter beschäftigen. Das Gleiche gilt auch für die deutschen Unternehmen, die polnische Arbeitskräfte beschäftigen, die sich halt wirklich häufig auch ohne jegliche Grundinformation oder Kenntnis dann an uns wenden, mit großen Sorgen, wie weiterverfahren werden kann. Ein anderes Thema, das übrigens auch in dem Zusammenhang wichtig ist, ist die Frage des Grenzübertritts auch für Lieferungen und für Montage, was auch sehr, sehr schwierig ist und wo momentan eben zum Beispiel Montagemitarbeiter auch nicht mehr nach Polen
einreisen dürfen. Also die Schließung der Grenzen und die Folgen, die dadurch auftreten, ist schon auch auf europäischer Ebene ein großes Problem. Wir vertreten die Auffassung, dass erstens es wichtig wäre, auf europäischer Ebene einheitliche Standards zu haben, gerade was zum Beispiel im Güterverkehr gewisse Standards angeht. Es tauchen immer wieder Probleme auch in der Praxis jetzt auf mit Leerfahrten. Viele Lastwagen fahren leer nach Polen, sollen dort beladen werden, sollen wieder zurückfahren. Wie weist man jetzt nach, dass es sich tatsächlich um Güterverkehr handelt? Und dafür empfiehlt sich zum Beispiel wieder auf alte Frachtbriefe zurückzugreifen, die gar keine Pflicht mehr sind in Europa. Aber es gibt eben da keine einheitlichen Regeln. Das ist ein Punkt, der sicherlich auf europäischer Ebene dringend geklärt werden sollte, um die Lieferketten sicherzustellen. Und das andere, was auch im Chat gefragt wurde, also zum Beispiel, wenn wir über Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund sprechen, polnische Arbeitskräfte in der deutschen Pflege. Das ist ja eines der Hauptprobleme auch der polnischen Pflege, dass sehr viele Fachleute, Ärzte, Pflegekräfte gar nicht mehr in Polen sind, sondern im Ausland arbeiten, viele davon in Deutschland. Das kommt jetzt der deutschen Pflege zugute, aber ist hier ein massives Problem. Sehr viele Pflegekräfte in polnischen Krankenhäusern sind aufgrund fehlender Schutzkleidung inzwischen auch mit dem Coronavirus infiziert, fallen aus. Das ist ein Risiko für die Gesundheitsversorgung in Polen. Gleichzeitig wäre es aber ein Zeichen der Solidarität, wenn gerade in der jetzigen Phase Pflegekräfte sich frei bewegen könnten und ihre Arbeit machen dürften. Aber auch für Pflegekräfte gilt momentan leider auf polnischer Seite, dass sie in Quarantäne gehen müssen, wenn sie nach Polen zurückkehren. Was dann wiederum in Deutschland dann zu Engpässen führt. Also es ist insgesamt eine schwierige Situation und es wäre sicherlich wünschenswert, dass da auf europäischer Ebene mehr miteinander gesprochen wird. Herzlichen Dank. Adam, ich würde Sie bitten, wenn Sie jetzt doch eine Reihe von Fragen zusammenfassen und zusammenstellen, denn wir sollten jetzt nicht bei jeder einzelnen Frage eine hin und her machen, sodass dann die beiden Referenten sich ein paar Notizen machen und das dann zusammen beantworten und das auch raussuchen, was Sie von den Fragen dann konkret beantworten, und damit wir dann auch nachher noch später zu diesen gesellschaftspolitischen Fragen und politischen Fragen kommen können. Denn genau. Unsere Zeit läuft uns ein Stück weit weg. Genau, bevor ich die drei Fragen jetzt aus der Q&A-Runde aufgreife, würde ich gerne Herrn Christoph von Marschall kurz reinholen. Der hat sich zum Wortbeitrag gemeldet. Bitte möglichst kurz halten, aber Sie sind herzlich eingeladen, jetzt mit uns zu sprechen. Nee, das sollte die Frage sein, die ich dann auch im Chat geschickt habe. Also ich fände es nochmal interessant zu hören, wie hoch ist die Abhängigkeit der polnischen Volkswirtschaft insgesamt von der deutschen oder anders gefragt, in welchem Maße kann sich Polen entweder positiv oder negativ von deutschen Wachstumstrends abkoppeln? Vor der letzten Wahl, also vergangenen Herbst, war der Premierminister noch sehr, sehr optimistisch, sagte im Prinzip, könne man diese Abhängigkeit ignorieren, weil Polen aus eigener Kraft auch in der Lage sei, deutsche Dellen auszugleichen. Aber wie sieht das denn jetzt aus? Wir haben eine sehr interlinkte Arbeitsteilung, gerade zwischen Polen und Deutschland. Dankeschön. Vielleicht nicht gleich die Antwort, sondern erst einmal noch die anderen Fragen, dass wir dann die Antworten gemeinsam genau. Genau. Eine weitere Frage von Marcin Przybysz. Es geht um die Kooperation der Grenzregion. Wie sieht es dort aus? Seiner Einschätzung nach sieht das nicht so gut aus. Das heißt, es gibt wenig Kooperation, um grundlegende Sachen angeht, wenn es wirklich um Bevölkerungsschutz angeht. Das ist ein ganz gravierender Unterschied zwischen dem, was jetzt gerade in dieser Krisensituation zu beobachten ist, mit der Situation vorher, wo es vor allem um die Wirtschaft ging. Eine weitere Frage von Kinga Böning. Es geht um die Exit-Strategie. Es ist aus ihrer Sicht sieht es so aus, dass das Ende des Lockdowns erst dann möglich ist, wenn man alternative Maßnahmen schafft, die Verbreitung des Virus kontrollieren oder halt beschränken. Es geht um breit angelegte Tests und konsequente Nachverfolgung der Quarantäne. Und die Frage ist, ob die Kapazität des polnischen Sicherheitssystems in der Lage
überhaupt wäre, oder sind wirklich diese Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, notwendig, weil eben das Gesundheitssystem keine andere Strategie sozusagen zulässt. Eine weitere Frage von Jacek Lepiasz im Chat. Es geht um die Folgen, die gesellschaftlichen Folgen und um die Einstellung zu der Europäischen Union. Es gab vom Premierminister Morawiecki die Behauptung, dass die EU keine extra Fördergelder sozusagen für die Überwältigung der Krise Geld hat. Und die Frage richtet sich danach, ob die Akzeptanz gegenüber der EU in Polen durch die Krise und die Maßnahmen wächst oder eher sinkt. Okay, ist das die Runde? Dann bitte ich auch, meine Frage von vorhin nicht zu vergessen. Gibt es in Polen Erwartungen an Deutschland und eben auch die, was erwartet man von Seiten der Europäischen Union und wie bringt man das dort ein? Und dann würde ich sagen, beginnen Sie mit der Antwortrunde. Wer fängt an? Ja, Herr Guter, fangen Sie ruhig an. Ja? Okay, also erste Frage war die Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft. Da kann man einfach Zahlen sprechen lassen und sich ein eigenes Bild machen. Deutsche Unternehmen haben in Polen über 390.000 direkte Arbeitsplätze geschaffen. Für gerade diese großen Arbeitgeber, viele sind aus dem Automobilbereich, aus dem Maschinenbau. Es gibt sehr viele Produktionsstätten in ganz Polen von deutschen Investoren. Deutschland ist der größte Direktinvestor. Die liegen momentan brach. Also das wird schon massive Auswirkungen haben. Es gibt eine Studie oder Untersuchung dazu seitens des PIE, des Wirtschaftsinstituts, das zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Shutdown in Deutschland, wenn er einen Monat dauert, wahrscheinlich zu einer Schrumpfung der polnischen Wirtschaft von ungefähr 0,4% beitragen wird und dass er 70.000 Arbeitsplätze kostet. Sollte es länger dauern, also 3 Monate zum Beispiel, dann könnte allein das schon -2% für die polnische Wirtschaft bedeuten und fast 300.000 Arbeitsplätze kosten. Das sind Zahlen und da denke ich, ist klar, also es ist auch so, dass ebenfalls laut PIE ungefähr 1,5 Millionen Arbeitsplätze in Polen abhängig sind von deutschen Endverbrauchern. Also auch wenn da die Nachfrage wegbricht, hat das nochmal massive Konsequenzen auf den Arbeitsmarkt. Insofern zeigt es schon, dass beide Länder sehr stark miteinander verknüpft sind und dass gerade die polnische Wirtschaft in hohem Maße abhängig ist von den Entwicklungen in Deutschland. So viel zu der Frage. Dann Kooperationen in der Grenzregion sehe ich ganz genauso. Die Kooperationen, die eigentlich gerade in der Grenzregion sehr, sehr eng sind. Und es gibt ja sehr viele Projekte, auch wirtschaftliche Projekte, die sehr gut funktionieren. Die sind momentan natürlich sehr stark eingeschränkt durch entsprechende Grenzschutzmaßnahmen, die momentan schlicht und ergreifend die Möglichkeiten unterbinden, in vielen Bereichen etwas gemeinsam zu tun. Und ich habe auch den Eindruck, dass sehr wenig nachgedacht wird über regionale Lösungen, sondern sehr viel auf nationaler Ebene momentan an Lösungen gesucht und geforscht und entwickelt wird. Das ist schade, denn es wäre sicherlich sinnvoll, dass auch auf regionaler, grenzüberschreitender Ebene Lösungen gefunden werden können, weil diese Regionen eben so stark miteinander inzwischen auch verwachsen sind als Teil Europas. Frage Ende, Exit des Lockdown. Ich hatte es ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Ich sehe das auch ganz genauso. Es muss gut getestet werden und es müssen Wege gefunden werden, um die Epidemie in geordnete Bahnen zu lenken. Was uns, glaube ich, erst im Nachhinein so klar wird, was momentan abläuft, es ist ja nicht so, dass wir uns alle am Ende nicht anstecken werden, sondern geplant ist, dass wir uns später anstecken. Ja, das ist halt die grausame Wahrheit. Wir versuchen zurzeit Zeit zu schaffen, damit die Gesundheitssysteme sich einstellen, aber dieser Virus wird nicht mehr weggehen. Und insofern können wir uns auf eine lange Zeit einstellen, in der uns dieses Thema beschäftigen wird. Es wird nur funktionieren, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren, wenn es uns gelingt, die Ansteckungsrate in gewissen Bahnen zu halten. Das ist nicht in 4 Wochen.
und auch nicht in 8 Wochen. Und insofern kann man eben nur dann wieder zur Normalität zurückkehren, wenn entsprechend getestet wird. Und dann wird es immer wieder regionale Ausbrüche geben und es wird wahrscheinlich auch Städte geben, die abgeriegelt werden. Aber irgendwann müssen wir wieder ein Stückchen zurückkehren zu einem normalen Leben, sonst bricht buchstäblich vieles ein. Und ich glaube auch, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, die ja in Polen bemerkenswert groß ist, viel größer als in Deutschland, jedenfalls in Teilen von Deutschland, ist mein Eindruck. Ich glaube, dass die Menschen hier viel vernünftiger mit dem Thema umgehen als in Deutschland. Ja, dann wird das aber auch irgendwann bröckeln. Also es muss getestet werden und es müssen Wege gefunden werden. Und auch da sollten wir voneinander die besten Best Practices abschauen. Also was in USA oder Großbritannien abläuft, das ist halt Bad Practice und das wird viele Menschen das Leben kosten. Dann die Einstellung der polnischen Bürger auf EU-Ebene oder zur EU. Es ist in der Tat so, dass die Europäische Union ja massiv auch Gelder gibt und Polen bekommt über 7 Milliarden Euro aus der EU. Das sind teilweise Gelder aus bereits ausgezahlten Fonds, die aber nicht zurückgezahlt werden müssen. Und teilweise sind es vorgezogene Gelder aus Fonds, die eigentlich später gezahlt worden wären. Insofern profitiert Polen ganz faktisch eben sehr stark momentan von Hilfe aus der EU. Auch wenn das vielleicht nicht so deutlich kommuniziert wird. Aber die Hilfe ist da. Erwartungen an Deutschland? Ganz schwierig zu sagen. Momentan wird Deutschland ja eher als Gefahrenzone betrachtet, wegen der höheren Ansteckungsrate. Insofern ist, glaube ich, also mir ist keine formulierte Erwartung an Deutschland bekannt. Man muss schauen, wie sich jetzt die Dinge entwickeln und ob die Europäer zu mehr Solidarität und auch Absprachen kommen. Und dann wird sicherlich ein wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland mittelfristig auch gefragt sein. Bevor ich das Wort weiter an Sebastian Puczynik übergebe, ich würde gerne noch die Frage von Kinga Böning aufgreifen und etwas ergänzen. Sie fragt auch nach einer alternativen Strategie, die in Polen außerhalb des Lockdowns sozusagen gedacht wird und fragt danach, welche Folgen es haben könnte, wenn Deutschland auf einer anderen Strategie ist wie Polen. Also das heißt, Deutschland Hammer und Dance, also jetzt den Virus eindämmen und dann wieder ein bisschen freilassen und Polen eben mit dem totalen Lockdown, welche Folgen das für beide Länder haben könnte. Und eine Frage auch von Michał Kusz, ob das deutsche Hilfsprogramm eine protektionistische Wirkung haben könnte und dass auch andere Unternehmen aus dem deutschen Markt verdrängt werden. Und leite die Fragen weiter an Sebastian Puczynik. Okay, vielen Dank, Adam. Und eigentlich möchte ich mich an Herrn Dr. Gutheil anschließen in vielen, vielen Fragen und in anderen ergänzen. Also erstmal über die Abhängigkeiten von Deutschland. Unsere Exporte ist in 27% abhängig von Deutschland. Und natürlich bedeutet die jetzige Entwicklung einen herben Schlag für die polnische Industrie und für die polnische Wirtschaft. Also diese Abhängigkeit ist ganz klar. Aber wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, ob man doch jetzt einige Chancen nicht sieht durch diese auch Umwandlung der Globalisierung nach der Krise. Also schon von den Regierungskreisen in Polen konnte man hören, ja, vielleicht kommt ein Teil der Produktion zurück nach Europa, aus China zum Beispiel, weil einige Unternehmen denken jetzt daran, das Risiko zu zerstreuen und sich vor künftigen Epidemien oder anderen Ereignissen zu schützen. Also wenn man jetzt Kostenfaktor nimmt, dann hofft man, ein Teil von dieser Produktion landet in Polen und es werden neue Betriebe entstehen und neue Arbeitsplätze. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn es um solche Szenarien geht, weil wenn ich
auch wenn ich zustimme zu dem Argument, ein Teil von der Produktion könnte zurück nach Europa fließen, es bedeutet nicht, dass sehr viele Arbeitsplätze dadurch entstehen. Also viele Unternehmen investieren jetzt in Roboter, in automatisierte Methoden der Produktion. Es könnten auch sogenannte dunkle Fabriken entstehen. Also mit relativ weniger Arbeitsplätze, als man das eigentlich erwartet. Zweiter Punkt zu Gesundheitssystem, weil das wurde schon auch unter den Fragen erwähnt. Also in Polen müssen viele Sachen unbedacht werden, also besonders in Bezug auf öffentliche Dienste. Ich habe schon früher gesagt, die sind unterfinanziert, weil so ein Transformationsmodell entwickelt sich so eine Art und Weise, nämlich sehr viel Geld wird in Wachstumskapazitäten investiert. Also was man jetzt sieht, wir brauchen viel mehr Geld für Gesundheit und auch würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen weniger Markt in dieser Branche. Weil zum Beispiel heute ein Problem für viele Krankenhäuser ist, dass Ärzte in drei oder sogar vier Krankenhäuser arbeiten und durch diese jetzigen Bedingungen auch eine Herausforderung für die Sicherheit machen, ja, weil sie an einigen Orten sich engagieren müssen. Also Polen muss unbedingt mehr in öffentliche Güter investieren und Gesundheit ist die Nummer eins. Wenn es um die Europäische Union geht, Unterstützung von Polen für die Integration. Also ich meine, also diese Unterstützung ist sowieso sehr hoch, eine der höchsten in der Europäischen Union. Und durch die Krise wird eigentlich Bedeutung der Integration noch wichtiger. Also der europäische Markt wird in der Genesung von den nationalen Wirtschaften sehr wichtig. Also wird helfen, den vielen Firmen sich zu entwickeln, also wirklich Stabilität zurückzugewinnen. Und natürlich kluge Initiativen der Europäischen Kommission, wie die letzte Initiative von Unterstützung für die Arbeitslosigkeitssysteme, könnten dazu einen guten Beitrag leisten. Also nein, ich erwarte, dass die Unterstützung der Polen für die EU-Integration nicht sinkt, sondern sogar wächst. Und deswegen erwarte ich auch eine neue Runde von der Diskussion über, wenn nicht Euro-Beitritt, dann zumindest Integration im Rahmen vom europäischen Währungsmechanismus. Also dass die polnische Währung mehr an Euro gekoppelt wird. Es gibt noch, also Adam erwähnte noch zwei weitere Fragen. Unterschiede zwischen... Wir müssen uns ein bisschen kurz fassen. Ja. Okay, ja, also ganz kurz, Unterschiede in Exit-Strategien zwischen Polen und Deutschland werden dazu führen, dass es zu Problemen an der Grenze kommen wird. Also ein freier Austausch in zwei Systemen mit ganz unterschiedlichen Wegen aus der Krise könnten zu Störungen kommen. Also damit mache ich Schluss. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich würde dich, Adam, bitten, da wir mit diesem ökonomischen Teil, glaube ich, jetzt auch von der Zeit her ans Ende gekommen sind, doch nochmal auf die gesellschaftspolitischen und politischen aktuellen Entwicklungen und Debatten zu kommen, damit wir dieses nicht völlig beiseite gelassen haben. Das wäre schön. Sie haben am Anfang gefragt, ob es vielleicht einen Überblick über die Situation ob es geben kann oder man ihn formulieren kann. Das kann man nicht, weil das passiert gerade sozusagen. Die SEIM-Sitzung sollte jetzt gerade in dieser Minute beginnen. Wir wissen noch nicht, was passieren wird. Es geht darum, dass am 10. Mai in Polen Präsidentschaftswahlen vorgesehen wird. Jarosław Kaczyński, der Anführer der PiS-Partei, würde gerne, dass diese normal stattfinden. Normal heißt im normalen Termin.
Es geht um die Einführung der Briefwahl nicht nur für ältere Menschen, für Senioren, sondern für alle. Es gibt aber Opposition aus eigenen Reihen. Ein Teil seiner Koalition rebelliert dagegen. Es ist die Fraktion um stellvertretenden Premierminister Govin, die eben gegen die Wahlen, die Durchführung der Wahlen in diesem Termin sich stellt. Es gibt, falls diese Opposition sozusagen falls Govin nicht nachgibt, gibt es zwei Möglichkeiten, also gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Das heißt, die Regierung zerbricht und dann wissen wir nicht, was weiter passieren könnte. Das wäre in dieser Krisensituation noch eine Krise dazu. Es könnte zu einer Ausrufung des Ausnahmezustands in Polen führen. Dadurch würden die Wahlen automatisch auf die Zeit nach dem Ausnahmezustand verlagert, also zumindest auf den Herbst. Oder es wird eine Verfassungsänderung geben. Es gibt noch gerade mal genug Zeit für eine Verfassungsänderung, dass die Wahlen vielleicht aufs nächste Jahr verschoben werden oder in zwei Jahren, wie der letzte Vorschlag von Jarosław Kaczynski anscheinend ist, ohne dass Präsident Duda dann zur Wiederwahl antreten könnte. Also man sieht, das ist sehr unübersichtlich. Wir wissen noch nicht, welche Fraktion, welche Partei zu welcher Lösung tendiert. Wir wissen nur, dass die kleine Fraktion von Jarosław Gowin, an der sozusagen die Mehrheit der PiS im Sejm hängt, gegen die Durchführung der Wahlen am 10. Mai ist. Aber was danach passiert, wir werden wahrscheinlich heute Abend viel mehr wissen oder vielleicht erst auch nächste Woche. Aber die Lage ist sehr dynamisch und sehr spannend. Das ist natürlich die Frage, ob man auch diese besondere Lage, diese Ausnahmesituation auch dazu nutzt, um die Demokratie zu schwächen, um seine eigene Macht zu festigen. Aber wie das am Ende aussieht, das wissen wir noch nicht. Wir wissen heute Abend auf jeden Fall ein bisschen mehr, aber es sind spannende Zeiten. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, dass wir diese, wie ich finde, sehr interessante Diskussion haben konnten. Es hat sich gezeigt, dass die Zeit dann doch recht kurz war, aber bei einem solchen Thema kann das auch nicht anders sein. Gerade auch diese gesellschaftlichen und politischen Fragen konnten wir jetzt nicht mehr ausführlicher behandeln. Ich möchte an alle die Bitte nochmal herausgeben, dass Sie vielleicht uns auch später dann mit einer Mail oder so mitteilen, wie Ihre Erfahrungen waren, jetzt mit dieser Form des Gesprächskreises auch Kritik zu äußern, damit wir das für künftige Unternehmen dann auch mit einarbeiten und unsere Lehren daraus ziehen können. Ganz herzlichen Dank, Adam, allen, die daran mitgewirkt haben und auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank auch von mir. Wir werden Sie so schnell wie möglich über weitere Termine des GKs informieren. Wir laden Sie auch ein, unsere Internetseite zu verfolgen. Wir werden versuchen, auch weitere Formate zu Mittelosteuropa anzubieten. Wir werden versuchen, jede Woche eine Diskussion auf Englisch über die Themen abzuhalten. Wir hatten gestern schon über die Visegrad-Gruppe gesprochen. Wir werden dann in den kommenden Wochen auch über Russland, die östliche Partnerschaft sprechen und dann aber auch auf jeden Fall über Polen, über die Themen, die auch die polnische Politik betreffen. Vielen Dank. Herzlichen Dank nochmal, Sebastian und Herrn Gutheil, für Ihre Beiträge und dass Sie uns zur Verfügung standen. Alles Gute.